Die Sanktionen der Ampelregierung gegen Russland sind gescheitert. Die neueste Veröffentlichung des Internationalen Währungsfonds für die Prognose 2023 lautet für Deutschland ein Schrumpfen der Wirtschaft um 0,3%, ein Wachsen der Wirtschaft in Russland um 1,5%. Russlands Wirtschaft wächst, die Gehälter dort steigen. Darauf hatte nämlich auch zuletzt der Ökonom und Russland-Experte Wassily Astrow vom Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche verwiesen. Der russische Staat und die Unternehmen haben sich demnach in beeindruckender Geschwindigkeit an den Krieg in der Ukraine und den Wirtschaftskrieg des Westens angepasst. Waren, die aufgrund der Sanktionen nicht mehr aus dem Westen nach Russland importiert werden können, werden vor allem durch Einfuhren aus China und anderen Ländern ersetzt, teilweise aber auch durch inländische Produkte. Öl wird statt nach Europa hauptsächlich nach Asien verkauft, wenn auch zu geringeren Preisen. In Indien raffiniert wird es dann zu deutlich höheren Preisen in die Europäische Union und nach Deutschland zu uns weiterverkauft. Und bei uns in Deutschland, hier schrumpft die Wirtschaft, wie ich sagte. Die Bürger zahlen hohe Preise für Lebensmittel und Energie. Die Tafel verkünden den Ausnahmezustand und einen Aufnahmestopp. Doch die Ampelregierung hält moralgetrieben, allem voran von grünen Außenministerin Baerbock und Wirtschaftsminister Habeck, stur an der selbstzerstörerischen Sanktionspolitik fest. Der Publizist und Bestsellerautor Michael Lüders bringt das auf den Punkt, wenn er sagt, ich zitiere, wir berufen uns auf eine höhere Moral, kaufen jetzt aber russisches Erdöl ein, das uns über Umwege unter anderem Label erreicht. Das kostet aber 5 bis 10 Mal so viel, als würden wir es direkt aus Russland beziehen. Das hilft nicht, den Krieg in der Ukraine zu beenden und es hilft keinem einzigen Ukrainer. Zitat Ende. Moral über alles, warum sich Werte und nationale Interessen selten vertragen. So heißt das neue Buch von Michael Lüders und ich kann es nur allen als Lektüre empfehlen. Lüders zeigt auf, wie fatal die Aufkündigung der deutsch-russischen Energiekooperation ist. Er skizziert die geopolitische Konfliktlage und versteht es, die doppelblödige Moralisierung politischer Entscheidungen dieser Ampelregierung sachlich fundiert auseinanderzunehmen. Und Achtung! Wenn die Gaspreise im kommenden Herbst und Winter nicht mehr ganz so hoch sind wie im vergangenen Jahr, dann liegt das nicht an der genialen Politik der Ampelregierung oder am Wirken von dem genialen Wirtschaftsminister Habeck, sondern an China, das weniger Flüssiggas kauft als vermutet. Ein Grund dafür ist, dass China mehr Gas aus Russland kauft. China will die Importe deutlich steigern und schließt deshalb Verträge mit langen Laufzeiten zu günstigen Konditionen ab. Die Bild-Zeitung schreibt dazu allen Ernstes, Zitat, auch das ist aber eine gute Nachricht, denn diese Strategie entlastet den kurzfristig orientierten Spotmarkt für den LNG-Kontingente, nimmt somit den Druck von Europa. Zitat Ende. Der Irrsinn der Ampelregierung auf den Punkt gebracht. Deutschland steckt in der Rezession und verharrt in hoher Inflation. Die Bürger zahlen weiter hohe Spritpreise, weil etwa russisches Öl nicht mehr direkt per Pipeline nach Deutschland kommt, sondern stattdessen günstig nach Indien verkauft, dort raffiniert und mit Preisaufschlag versehen, um die halbe Welt zu uns nach Deutschland verschifft wird. Und jetzt müssen die Bürger und die Wirtschaft in Deutschland noch dazu hoffen, dass China weiter günstige Energieträger aus Russland kauft, damit Deutschland als Alternative zur sanktionierten russischen Energie genug teures Flüssiggas, LNG-Gas aus den USA und von Katar kaufen kann und die Preise hier nicht noch höher ausfallen oder es gar zu einer Mangellage kommt. Was für ein Wahnsinn, möchte man sagen. Das Magazin Politico warnt in einer brisanten Analyse vor einer wirtschaftlichen Abwärtsspirale in Deutschland. Die Prognose, Zitat, über Deutschland braut sich ein perfekter Sturm zusammen, a perfect storm, wie im Englischen die maximale Katastrophe bezeichnet wird. Politico verweist darauf, dass die derzeitige Rezession nicht nur technischer Natur sei, wie die politischen Entscheidungsträger vorbeten, sondern, Zitat, vielmehr ein Vorbote einer grundlegenden Umkehrung der Wirtschaftslage, die Erschütterungen in ganz Europa auszulösen droht. Dies werde die politische Landschaft weiter polarisieren, sprich die Rechten stärken. Viele der größten deutschen Unternehmen, von Giganten wie Volkswagen und Siemens bis hin zu einer Vielzahl weniger bekannter kleinerer Unternehmen, erlebten ein böses Erwachen und kämpften um, Zitat,
grünere Weiden in Nordamerika und Asien. Mitverantwortlich für den Industrieexodus sind hohe Energiepreise und marode Infrastruktur. Ohne Gegenhalten steuert Deutschland auf einen tiefen wirtschaftlichen Niedergang zu. Doch die Ampelregierung verpulvert auch hier lieber Milliarden für die Produktion von Granaten und neue Panzer, statt das Steuergeld in den Bahnausbau und die Brückensanierung zu stecken. Wirtschaftsminister Robert Habeck fährt lieber nach Indien, um das Land vergeblich auf seinen Wirtschaftskrieg gegen Russland zu verpflichten, statt den Bürgern und der Wirtschaft in Deutschland bezahlbare Energie zu garantieren und die sinnlose Selbstzerstörung zu stoppen. Es ist höchste Eisenbahn, Robert Habeck bei diesem kalkulierten Weg in die wirtschaftliche Katastrophe in den Arm zu fallen.